Klappt doch wunderbar! Ich sehe, der Kampf mit dem Schwert liegt euch. Sieht uns zu lernen. Das Schwert mit dem Kampf liegt so ziemlich jedem von euch. Legt euch aber noch nicht fest. Schaut morgen erst einmal den Fernkampf an und entscheidet euch dann. Peter kriegt auf jeden Fall Fernkampf. Fernkampf muss es auch noch geben. Ja, es kommt wieder eine Sequenz mit den wartenden Leuten. Ist das nicht wunderbar? Man hat hier nur Leute, die essen oder schlafen oder warten. Oder das heißt, nein, das heißt, wir haben dann immer Leute, die einfach nichts tun. Mhm. Und diese Dinger sehen extrem aus wie diese Power Ranger aus War of Death. Mhm. Naja, sie sehen nicht ganz so scheiße aus. Abgesehen davon, dass sie nur ein Auge haben. Alle. Ja, das andere ist so im Licht nicht so zu sehen. Mhm. Wie laufen die Vorbereitungen? Reibungslos. Es gibt nur wieder ein Problem. Dann müssen sie warten. Was für ein Problem? Scheinbar richtet man sich gegen uns. Wie bitte? Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht bringen. Ist auch so Hauptsache, die Bösen haben so eine übertrieben tiefe Stimme, ne? Möglicherweise wurden sie beeinflusst. Von wem sprichst du? Ach so. Das ist so überzeugend, ne? Also doch. Wir sollten warten. Wie wir nur auf diesen Satz warten. Wie wir nur auf diesen Satz warten. Ja. Nein, es war nicht der Donut. Ich bin ja gespannt, ob diese Dialoge am Ende des Spiels Sinn ergeben. Nein. Nein. Es. Odin. Unser Spion hat Win. Von... Was? Win. Ja, ne? Wie ich im letzten Part schon gesagt habe. Unser Spion hat nur von einer seltsamen Unterhaltung gesprochen. Was für Alter, da... Sorry. Kannst du mir bitte nicht in das reinreden, wo ich einen Effekt drüber machen muss? Sorry. Jetzt darfst du reden. Wie offensichtlich sie es aber auch machen, weil sie jetzt auch noch von einer Unterhaltung sprechen, von einer besonderen. Was für eine Unterhaltung? Die hattest du gesprochen, diese ganzen Gäste. Einer von denen. Gleich. Niemand außer mir darf sich mit jemandem unterhalten. Sprichst du noch einmal mit dem Kreis der Magier, wenn sie nichts herausrücken? Schicke ich ihn zu dir, mein Häuptling, sehr wohl. Richtig. Wir sehen uns dann später. Bis dahin werden wir warten. Mann, die verschieben immer alles auf später. Das ist so lächerlich. Das sind einfach die Bösen, die die ganze Zeit nichts machen. Gegen die muss man doch auch nichts unternehmen. Oh Mann. Sprich weiter. Ich dachte, wir sehen uns später. Scheinbar ja nicht, ne? Außerdem war das gerade wie so eine Schwanzblas-Position. Wieso sind nur die da im Schlafzimmer? Und warum ist Rock der Einzige, der wieder schläft? Ja, er hat es nicht bemerkt, wie sie es getrieben haben. Ganz zu dritt. Ah, nee, die sind zu dritt. Ja, dann haben sie halt es zu dritt gemacht. Zu dritt. Ja. Ich hab doch nichts gesagt, dass sie das nicht gemacht haben.
Du hast gesagt, die haben es gemacht und ich habe nur gesagt, zu dritt. Ja, das ist natürlich wahr. Da ist doch kein Widerspruch drin. Mhm. Dann haben sich ihre Stängel halt gekreuzt. Ja. Deswegen sind die doch noch lange nicht schwul. Ja, das haben wir ja nicht an Brouts Gay Fist gesehen, ne? Diese Nahkämpfer-Sache gefällt mir. Ich glaube, ich bleibe dabei. Nein, bleibst du nicht. Bingo, sehe ich genauso. Alter, was nützt er, wenn er Nahkämpfer ist? Er kann nur fliehen. Broward, da macht das wenigstens Sinn, wenn er Nahkämpfer ist, weil er noch Kampftechniken hat. Ja, so behindert. Oh, mein Akku ist schwach. Das ist schön für deinen Akku. Ich nicht. Ich mache Magie. Nein, sie macht Komma. Ich mache ganz offensichtlich Komma. Komma. Magierin natürlich. Was auch sonst? Ja, aber das gehörte ja auch zum Nahkampf dazu. Ganz offensichtlich. Wir dürfen schon wieder essen. Ich sag, wie viel essen die eigentlich? Ganz ehrlich. Dreimal am Tag. Bitteschön. Bitteschön, du dumme Bitch. Einfach nur der Vollständigkeit wegen. Jede Geschirrabgabe. Warum steht die da überhaupt, wenn wir der Eni das Geschirr geben? Hallo Spionin, wie geht es dir? Hallo Spiondes. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch, ne, gleiches Charaktermodell. Erbsensuppe. Nein! Schweinefleisch! Ja, wäre doch gut gewesen, ne? Ist doch lecker! Jetzt wieder dieser tolle Wartebefehl. Als ob die Bösen nicht schon genug warten. Das ist so lächerlich. Das waren jetzt eine halbe Minute oder so. Ja, voll übertrieben. Heute ist wohl Fasten angesagt. Das Bischenfleisch heute Morgen. Da steht Bischen. Da, das Bischenfleisch heute Morgen und das Bischensuppe. Hoffentlich gibt es heute Abend mehr. Das wird öde. Ja, verpasst das Thema. Niemand will das hören. Wir bekommen eh noch das Tutorial in der Praxis. So aufwachen. Als ob er damit gerechnet hat, dass alle geschlafen haben. Ja. Und trotzdem erwartet, dass es alle nun wissen. Vor allem so. Aufwachen. Das war es. Ihr könnt jetzt wieder aufwachen. So als ob er nur darauf gewartet hat, bis es zu Ende ist, bevor er sie weckt, ne? Ja. Weil er genau weiß, die wollen das jetzt nicht hören. Vor allem, er sagt, er erwartet, dass die alle gepennt haben. Aber er erwartet auch, dass sie ihm zugehört haben, dass sie es jetzt halt wissen. Vor allem hat er genau das Gleiche mit, wer eure Freunde und eure Feinde sind, nicht bei der letzten Stunde am Ende keine schon. Keine Ahnung. So aufwachen, das war's. Ihr wisst nun, wer eure Freunde und eure Feinde sind. Das hätte ich auch nicht so schon gewusst. Wo ist der bitte? Von wo? Er spricht von der Wand aus. Also, der steht da hinter der Tür und dann spricht er doch einmal so. Oh, ich bin ein Geist. Ich hab mich hier unter Sakuras Tisch versteckt, um sie ordentlich zu lecken. Danke, Leutnant Rekruten, ihr habt Ausgang. Mhm. Sakura, du meldest dich bei Wolfgang in der Kapelle. Ja. Oder er spricht so aus seiner Achselhöhle raus oder sowas. Ja, irgendwas Behindertes auf jeden Fall. Warte mal, das Mikrokabel. Zack. Wer hatte den gesprochen? Du, glaube ich. Wie hatte ich den gesprochen? Blowjob-Pose. Sakura. Ich freue mich noch immer sehr. Der muss dabei stöhnen, ey. Zu dürfen.
Du willst die Kunst der heiligen weißen Magie lernen. Mit diesen Kräften wirst du deine Gegner vernichten. Und deine Verbündeten... Der hatte garantiert nicht so gesprochen. ...helfen können. Der sieht auch aus, als ob der das voll genießt. Der weißen Magie ist zugleich ein Diener Gottes. Wotan, stehe uns bei. Das ist so der Orgasmuspunkt jetzt. Da hättest du schon ein bisschen mehr... Ja, weiß ich nicht. Hast du das gelesen? Bitte, gib mir deine Rüstung und dein Schwert. Du bekommst von mir eine Robe. Diese schützt dich nicht so sehr. Dafür macht sie dich weiser und reifer. Und dazu tragen Magier statt einem Schwert, Stäbe. Meist besitzen diese magischen Kräfte. Sie richten zwar weniger Schaden an als Klingenwaffen, doch letztendlich machen sie dich ebenfalls weiser. Dieser Er muss dabei auch von einem Stab reden. Der von seinem Vater hergestellt wurde, also sein Vorgänger, ne? In gewisser Weise ja. Das ist so übertrieben. Ich finde das sowieso immer so scheiße, dass das wie so ein Blowjob aussieht, wenn die da so stehen. Ja. Der Stab hier wurde von meinem Vorgänger hergestellt. Oh Mann, geht's eigentlich auch mal um irgendwas anderes als Blowjobs in unseren Together Let's Plays? So übertrieben. Oh Mann. Man nennt ihn den Felsmacht. Also er ist jetzt schon gekommen. Jetzt man nennt gucken. Ihn den Felsmacht. Ah ja. Ja, den Stab, der heißt so. Ja, aber was ist das für ein bekloppter Name? Felsmacht. Der macht Felsen. Ja, super. Er macht seinem Namen alle Ehre und wirft Felsen auf deine Gegner. Einmal Felsmacht erhalten. Ne, das sagt er. Einmal Felsmacht erhalten, einmal hat er eine Robe erhalten. Alter, der hat 100 pro nicht so gesprochen. Und 100 pro hat er letztes Mal keinen Blowjob gekriegt. Nee. Hat er eine Robe. Langweilig. Warum habe ich dreimal Zivilkleidung? Ja, also ich hab, die schleppt einfach das mit, was Peter und der andere auch haben. Als erstes zeige ich dir die Fähigkeit Feuer. Warum haben wir dann Felsmacht gekriegt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mit diesem Zauber kannst du deinen Gegnern Schaden zufügen. Du wirst gleich gegen den dir wohlbekannten Kürbis antreten. Das klingt so behindert, wie er das sagt. Du wirst gleich gegen den dir wohlbekannten Kürbis antreten. Als ob der den so... Als ob das so ein berühmter oder berüchtigter Gegner wäre oder so. Ja. Und auf ihm einen Feuerball werfen. Auf ihm wieder. Tolles Grammatik. Sie ist viel größer geworden, ne? In deinem Kampf schon. Werde statt Angriff den Menüpunkt W-Magie. Wähle dann den Punkt. Den Punkt. Ja, also irgendwie... Ich sehe hier keinen Punkt. Dann können wir das Spiel jetzt nicht mehr weiterspielen. Ja. Müssen wir hier leider auch... Wir sehen das uns war's dann, Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ja. Wir können hier ja nicht weiterspielen, weil kein Punkt da ist. Was das wird, sehen wir dann noch. Hier ist kein Punkt im Menü. Da steht nur Feuer. Wir hören dann jetzt mit dem Projekt auf. Oder lass doch mal probieren. Ich glaube jetzt zwar nicht daran, aber wir könnten ja auch mal probieren, ob der einfach Fehler mit der Textbox. Vielleicht, wenn wir Feuer machen, geht das Spiel ja weiter. Nein, dieses Spiel macht keine Fehler mit der Textbox. Das war schon gemein. Punkt. Wir sollen Punkt auswählen. Ja. Ja, aber irgendwas müssen wir ja machen. Ja, das Projekt jetzt abbrechen. Ja, okay. Brechen wir das Projekt jetzt halt ab. Ciao, das geht Leute. Nicht. Ja, ciao, bis dann.